Hallo zusammen, hier ist wieder Euchela und heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Wir wollen uns heute zwei schicke Mounts anschauen, die wir uns über das Pre-Patch-Event holen können und dieses schimpft sich einmal auf Deutsch Strahlende Echos. Und ja, das hat jetzt gestartet mit der zweiten ID des Pre-Patches, also sprich in der ersten konnte man es nicht spielen, in der zweiten ist es jetzt freigeschalten worden und dazu gibt es in Legion Dalaran einmal hier in der Kammer des Wächters, also in der Mitte, wenn ihr das Portal nach unten nehmt oder nach oben, je nachdem, wo uns das genau hinführt, einen kleinen Händler, wir sind jetzt hier einmal schon in dieser Kammer und da haben wir neben ein paar neuen Portalen auch einen Händler. Und dieser Händler verkauft uns einen Haufen Waren, unter anderem zwei Mounts und noch einen Haufen anderes Zeug. Ich würde sagen, wir gucken das jetzt mal so ein bisschen grob durch und dann gucken wir uns die Mounts an, beziehungsweise ich erkläre euch, wie das Event funktioniert und wo ihr die Ressourcen herbekommt. Als allererstes haben wir einen lebloser Steinring. Da können wir uns ein Erbstück bauen, wenn wir uns hier so ein paar Ressourcen holen. Dazu werde ich aber nochmal ein Video machen, quasi um das ein bisschen genauer zu erklären. Dann haben wir sowohl eine normale Tasche als auch eine Reagenzientasche. Die könnt ihr übrigens auf Twink schicken, also das ist Kriegsmolten gebunden. Heißt, wenn ihr den einen oder anderen Twink habt, der jetzt noch nicht sonderlich gut equipped ist, könnt ihr dementsprechend diese Taschen auch weiterhandeln. Dann haben wir ein Mount bzw. zwei Mounts und zwar unvergesslicher goldener Greif auf der Ali-Seite. Und wenn wir jetzt hier rüber switchen auf meinen Hordenchar, haben wir beim selbigen Händler unvergessene Windreiter. Und das sind die beiden Mounts, die wir uns angucken. Wir müssen uns das Mount tatsächlich nur einmal kaufen, denn so wie ich das mitbekommen habe, ist es so, wenn ihr euch die Ali-Version kauft, kriegt ihr automatisch auf dem Hordenchar die Horden-Version und dementsprechend umgekehrt. Und zusätzlich haben wir dann noch drei verschiedene Pets, die wir uns holen können. Und zwar einen Gnoll, ein so ein Konstrukt und dann haben wir hier noch eine kleine Onyxia, beziehungsweise halt so ein Welpling, ne? Also das sind soweit dann die Pets und die Mounts haben wir ja hier diesen Greifen, beziehungsweise hier auf der Hordenseite den Windreiter. Alles so ein bisschen im Astralen, passend zu dem kleinen Event. Und was es dann noch gibt, sind alle möglichen Gear-Slots, wie ihr seht. Also sowohl Trinkets, Hälse, es gibt auch jeglichen Rüstungsslot und natürlich auch einen Haufen Waffen, die ihr ja für T-Mog auch sammeln könnt, beziehungsweise mit 480er Item-Level und dem Tech Kriegsmeuten gebunden auch auf die Twink schicken könnt. Selbstverständlich könnt ihr die Währung auch zusammenschicken. Ich habe jetzt schon einiges quasi hier auf den Main zusammengeschickt mit den Twinks. Und wenn ihr da einige Chars habt, könnt ihr die Währung auf jeden Fall deutlich effizienter farmen. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal an, wie das Event prinzipiell funktioniert. Als allererstes sei gesagt, dass ihr einmal hier drei Portale habt. Und diese drei Portale könnt ihr jetzt quasi während des Pre-Patches immer anwählen. Die gehen in verschiedene Zonen. Wir haben hier ein Portal in die Sengende Schlucht, ein Portal in die Düstermarschen und ein Portal in die Drachenöde. Auf dem Portal, wo quasi gerade das Event aktiv ist, habt ihr den Timer dabei. Also ihr seht auch immer, wo ihr gerade quasi hin müsst. Und im Endeffekt funktioniert das Event so, dass an einem von diesen drei Spots quasi das Event spawnt. Und wenn das Event spawnt, wir können jetzt zum Beispiel mal hier in das aktive Portal gehen, dann kann ich es euch vielleicht ein bisschen besser demonstrieren. Ist es so, dass das aktuell in der ersten Woche der Zyklus 1,5 Stunden ist, in der zweiten Woche ist er 1 Stunde und in der dritten Woche ist er 1/2 Stunde. Also sprich, das Event startet, dann spawnen quasi 6 von diesen Orbs, würde ich jetzt mal sagen. Also das sind Stellen, wo ihr quasi eine Aufgabe erfüllen müsst. Ihr müsst einen Boss töten, ihr müsst ihr müsst einen Balken füllen, wie man es halt auch von World Quest kennt, beziehungsweise nicht ganz richtig, am Anfang spawnt immer einen Blob an einem Spot, bei hier den Düstermarschen ist es hier vor dem Onyxius Leer quasi, den müsst ihr umhauen und dann spawnen diese 6 Punkte. Und diese 6 Punkte, da müsst ihr Aufgaben erfüllen und wenn diese Aufgaben erfüllt sind, dann spawnt wieder an dem gleichen Spot, wo der Blob am Anfang war, quasi der Boss. Hier ist es halt Onyxia, in der Drachenöde oben spawnt der Lichtking. Und quasi in der sengenden Schlucht, da war es, glaube ich, Ragnaros. Genau, also, warte, sengende Schlucht ist hier, da spawnt dann Ragnaros. Wichtige Info an der Stelle, wenn das Event losgeht, quasi, ne, nach den 1,5 Stunden, switcht das quasi zu einer neuen Zone, das Event geht los. Und innerhalb von den ersten 5 bis 10 Minuten, weil hier relativ viele Leute sind, ist das Event eigentlich durch.
Ihr bekommt für das erste Mal in der Woche, wenn ihr hier quasi bei dem NPC, der direkt nach dem Portal steht in allen von diesen drei Zonen, pro Zone eine Quest. Wenn ihr diese Quest quasi abschließt, dafür müsst ihr einfach den Boss am Ende töten, bekommt ihr 1500 von unserer Ressource-Erinnerungsreste. Und der Boss-Kill an sich bringt auch nochmal 500. Heißt, wenn ihr mit einem Char quasi den Boss plus die Quest macht, habt ihr einfach nur mit einmal auf den Boss draufschießen schon mal 2000 Marken pro Char. Ihr könnt diese Quest in allen drei Gebieten einmal machen pro Char und könnt diese 1500 jeweils mitnehmen. Also habt ihr dann 4500 plus dann nochmal die 500, die ihr pro Boss-Kill quasi immer noch oben drauf bekommt, wenn ihr das mit einem Charakter quasi erledigt. Das erste Mal, wenn ihr einen Boss in der Woche tötet, bekommt ihr dann noch eine extra Kiste. Da sind dann quasi noch höher levelige Items drin. Und ja, die sind aber für den Char gebunden. Ich glaube, für 90, für 93, irgendwie sowas ist es. Genau. Zusätzlich könnt ihr die Ressource auch bekommen, wenn ihr diese quasi, wenn das Event quasi startet, diese Aufgaben erfüllt, da bekommt ihr natürlich auch die Ressource, ich glaube immer 100 oder 150 pro erfolgreiches Event, und zusätzlich könnt ihr auch die Mobs hier umhauen, die bringen auch immer eines von dieser Ressource. Das Event bleibt dann auch, nachdem der Boss getötet worden ist, die restliche Zeit komplett hier in der Zone über. Ihr habt dann immer noch so Punkte, wo Mobs spawnen, die könnt ihr durchgehend umhauen. Ich würde es aber nicht empfehlen, das Effizienteste ist wirklich, wenn das Event startet, sofort in die Zone zu gehen und am besten diese Main-Spots quasi abflattern. Wenn ihr ganz faul seid, stellt euch einfach nur zum Endboss, haut einmal auf den Endboss rauf und nimmt euch quasi die 2000 Punkte mit und gut ist. Hier irgendwelche Mobs zu farmen, rentiert sich nicht. Und am besten macht ihr es dann so, dass wenn ihr ein Event gemacht habt, lockt ihr auf den nächsten Char und macht quasi nach 1,5 Stunden, wenn das nächste aufgeht, geht ihr auch wieder hin zum Event, einmal draufhauen auf den Endboss und ihr habt eure Währung. Das ganze Gefarme außenrum bringt eigentlich relativ wenig. Kann man natürlich machen, wenn einem sonst langweilig ist und man noch das Maximale rausholen muss, aber effizient ist es tatsächlich nicht. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die Währung ist Kriegsmeuten gebunden, so rum. Und ihr könnt die quasi auch zusammen schicken auf einen Char, so habe ich das gemacht. Man kann das, wenn man mehrere Accounts hat, natürlich parallel machen. Und was man auch machen kann, ihr könnt schon Chars bei dem Boss abstellen und wenn ihr schnell seid, auf verschiedenen Layers, den in einem Event öfter killen. Ich habe es teilweise geschafft, halt mit meinen 4 Accounts, den in einem Zyklus quasi zweimal pro Account zu killen. Heißt, ich hatte dann 8 Kills, A2000 Punkte, also 16k quasi in einem Event, dann geht das relativ schnell nach oben mit dem Mount. Aber wenn ihr auch nur einen Account habt, ist auch nicht schlimm, das Event läuft noch lang genug und wie gesagt, in der zweiten Woche ist es nicht mehr 1,5 Stunden, sondern tatsächlich nur noch eine Stunde und in der dritten Woche kommt es dann jede halbe Stunde, dass quasi wieder ein neuer Boss spawnt. Gut, so viel davor, das vorgeplänkt ist. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns Mounts an und ich würde sagen, die Pets kaufe ich auch. Ich habe extra schon mal geguckt, dass ich jetzt die 50k Marken mitnehme und ja, dann gucken wir uns die ein bisschen genauer an. Die sehen ja vom Grundmodel aus wie quasi Mounts, die wir schon kennen, beziehungsweise auch die Pets, bloß halt jetzt in so einer ja, erinnerungsastralen Form. Juti, also als erstes haben wir hier den Greifen und dann nehmen wir die Pets, hätte ich gesagt, auch noch mit, dann sind meine ganzen Punkte weg. Porten wir uns hier wieder zurück, dann können wir uns das nämlich ein bisschen schöner anschauen. Hier drin können wir nämlich nicht aufmounten. Und ja, dann würde ich sagen, let's go. Also wir lernen das Mount jetzt und ich kann es mal rüberdingsen. Als ich es gelernt habe, habe ich mit dem Hordler zeitgleich auch das Horden-Mount gelernt. Ne? Also das kriegt ihr dann quasi beides. So, jetzt schauen wir einmal, wo wir das schöne Ding haben. Und da haben wir es. Da haben wir den Greif. Also, naja, ist jetzt kein super duper HD-Model, ist halt der Standard-Greif, aber in, ja, bisschen astral, erinnerungsmäßig aufbereitet. Genau. Das ist das Ali-Mount und das Horden-Mount. Schauen wir uns natürlich jetzt auch einmal an. Und da unten haben wir es, Unvergessener. Ach so, hier habe ich das Drachenfliegen noch drin. Ja,
Das war jetzt ein kurzes Vergnügen. Aktuell gibt es noch ein bisschen Probleme, aber ich denke, man hat es so halbwegs gesehen. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns die Pets nur an. Also nicht nur ihr habt alle paar Minuten Disconnect, sondern das trifft leider mich auch. Also, aber gut, es ist halt pre-patched, ne? Was wollen wir machen? Sodala, dann haben wir jetzt hier quasi noch die Pets. Wir haben quasi, gut, hier im Gras sieht man es nicht. Ich glaube, da sieht man es tatsächlich hier in der Übersicht sogar schöner. Wir haben halt einmal den Welpling. Dann haben wir hier den Gnoll, ne? Der hat auch noch das alte Model. Also haben sie nicht das neue hergenommen, aber gut, ist ja auch eine Erinnerung, ne? Und dann hier einmal noch das Konstrukt. Genau. Übrigens für die ganzen Temok-Sammler, ich würde euch empfehlen, nicht die Temok-Sachen jetzt zu kaufen, denn jedes Mal, wenn ihr hier den Endboss umhaut und zusätzlich noch Events macht, gibt es immer Chancen, dass dementsprechend auch Gear-Teile droppen. Also da ein bisschen abzuwarten, erstmal die Währung zu farmen, ein bisschen zu stacken und zu schauen, was euch am Ende noch fehlt. Weil wenn ihr gleich am Anfang kauft, dann kriegt ihr vielleicht Sachen doppelt und dreifach und dann könnt ihr euch vielleicht das ein oder andere Event sparen, wenn ihr quasi erst Mounts und das Mount beziehungsweise die Mounts, ne, so eine Horde Ali und die Pets kauft und mit dem T-Mog wartet, bis ihr genug habt, dass ihr den Rest kaufen könnt. Ich habe jetzt schon einiges von dem Zeug hier abgehakt, obwohl ich hier noch nichts gekauft habe. Schlichtweg, weil ich halt bei den Events mit den verschiedenen Chars schon mal einiges gekriegt habe. Die ganzen Sachen sind auch Kriegsmeuten gebunden, also ihr könnt die auf die Kriegsbank packen und oder Kriegsmeutenbank so rum. Und dementsprechend dann mit den Twinks rausnehmen und einmal anlegen. Juti, das war es eigentlich mit dem kleinen Guide zu den Mounts, beziehungsweise auch so ein bisschen eine Aufklärung zum Event. Sollten da noch Fragen zu sein, stellt die gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns gerne im nächsten Video. Ich werde jetzt noch eins aufnehmen für den Ring. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela, bis dahin. Ciao.